Siehst du, sag ich doch. Also, machst du dir den Toshi selber? Unten mit Gurke, rote Peperoni. Und darauf kommen dann hier diese langen, tja, Paprika, Schnurzelpaprika, sag ich. Guck mal, hier so ein bisschen, na so weg, so ein bisschen angeschrumpelt. Ja, dann machst du ein bisschen Schafskäsegewürz rein. Einfach so, ja, so. Ein Viertel von so einer Tüte. Dann nimmst du das Beste. Die beste Rasia Essigessenz, die du haben kannst. Und rein in das Haus. Okay. Es ist in... Da fliegt mir doch glatt der Deckel weg, nach sowas, aber auch so eine Unruhe in dieser Küche. Das hat ja die Welt noch nicht erlebt. Guck mal, für 1,30 bei Bollu. So eine schöne Dinger hätte ich ja niemals gedacht. Da kommt ja mein Janset, da kommt nicht nur mein Toshi rein, da kommen auch meine 1000 Liter Kimchi neuerdings rein. Und sag mir bitte, dass das nicht gut aussieht. Ha? Deckel, bisschen festgemacht. Schütteln. Deckel abmachen. Und Fingerkostung machen. Also. Kann noch ein bisschen Wasser rein. Und kann noch ein bisschen Essenz rein. Zack. Zack. So, hier noch, zack, da oben kommt noch ein kleiner Deckel und ein Steinchen drauf und dann kann die Sache torschifizieren, okay? Also bei mir zu Hause soll nie wieder ein Toshi ausgehen, nur gute Sachen drin, also selber eingekauft, selber geschnippelt, selber toschifiziert. Also, legt euch einen Vorrat an. Ihr wisst schon warum. Pio!